YouTube, herzlich willkommen. Wir sind mit dem Auftrag des Herrn, nämlich des Herrn des Chefs unterwegs. Es geht jetzt endlich wieder mit Säen los. Schafft es der Finn? Ja, weiter. Ja. Oh. 3 Stunden Schlaf gehabt, bin seit 6 wieder wach. Wir haben es jetzt schon Donnerstag. Donnerstag, also ziemlich Ende der Woche. Und ich muss jetzt einmal noch schnell Teach-In einstellen. Ja, und das hier war der Luzerne-Streifen, wo wir letzte Woche noch geschwadet haben. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo der Chef ist, der Senior. Und dann stellen wir das mal für den ein. Aber ich glaube, der ist gerade, wo ist denn der? Gute Frage, doch, da ganz hinten sehe ich was funkeln. Es wurde jetzt hier alles gepflügt. Dann gegrubbert, so wie es ausschaut. Und jetzt wird es angesät mit Weizen, mit Z-Saatgut, also mit sozusagen etwas besserem Saatgut. Ne? Genau, ist das überhaupt da? Da muss ich mal schnell schauen. Normal müsste da hinten sein. Wir haben doch gerade noch gesehen. Ja, da sehe ich was. Jo. Schauen wir mal. Boah, das ist genau der Baum davor jetzt. Hier, da kommt was. Dementsprechend, ja. Der Finn ist gerade dabei. Beziehungsweise die bereiten noch vor. Ich bin da gerade abgehaut, weil ich einen Anruf bekommen habe. Ich soll mal hier schnell hinschauen und ihm Teach-In einstellen. Und der Finn, der ist momentan bei den Vorbereitungen vom Kälberstall ausmisten. Jetzt habe ich es. So, hat ein wenig gedauert. Genau, das heißt, wir werden noch einen Kälberstall ausmisten. Wir haben den 512C als Frontlader. Der 400er ist momentan der Spritze noch dran. Der muss noch ein bisschen was spritzen. Und dann haben wir den 700er um das, wir laden es auf den Anhänger und dann fahren wir es in die Miststadt, obwohl die Miststadt nur 10 Meter weit weg ist. Ja, aber soweit erstmal der Plan. Wir warten jetzt, bis der Kollege Schnürschuh hier vorne ist. Und dann, ich denke, fahre ich mal kurz mit dem wieder mit. Beziehungsweise eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich jetzt zum Ausmisten, ne? Weil der Chef, der muss noch 1000 Körner abzählen. Dementsprechend wäre das vielleicht ein wenig gescheiter. Ja, schauen wir mal, was wird. Danke Radio, machen wir hier bitte leise so. Und dann jetzt. So, und dann schauen wir, was wird. Was? Genau, ein paar Infos habe ich bisher oder ein paar Updates zu meinem geplanten 360 Grad Video Livestream. Ich möchte ja ein 360 Grad Video für die Bauerndemo oben links oder unten rechts oder irgendwo, wo es halt passt, einblenden. Und da ist halt so, dass ich das gerne als 360 Grad Video haben will, was ich aber selber oder eine meiner Mods mehr oder weniger hin und her schieben kann. Also geplant ist, dass dann der André zum Beispiel oder der Finn, je nachdem wer Zeit hat und wer da ist, das Video dann immer so ausschneidet, dass ihr mehr oder weniger ein 16:9 Video in meiner Webcam drin seht, wo dann halt nochmal genau, keine Ahnung, sehen wir zum Beispiel einen geilen 942, der ein geiles Schild hat oder irgendwie einen MB-Truck. Und dann können wir das deswegen so ausschneiden und so hinzu, dass ihr das dann halt schön seht. Und dass das halt immer dann ein bisschen so, ja, mal die Kamera von vorne nach hinten, damit ihr noch ein bisschen mehr Eindrücke erleben könnt. Da habe ich jetzt die GoPro 360. Ja, die ist es nicht. Die ist es irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Ich habe es erstmal versucht, einen 360 Grad Livestream zu machen auf YouTube, nur mit der GoPro. Semi gut. Also 360 Grad war es, ich habe es verschieben können, ja, aber die Qualität absolut unterirdisch und immer so komisch hineingezoomt. Dann das andere Mal, da hatte ich irgendwie nur die Frontkamera und die Frontkamera hat sich genau wie die Heckkamera gespiegelt und hast du mehr oder weniger einmal auf das Bild rausgetreten, bis beim ersten Bild wieder rausgekommen. Ganz komische Sache, ganz komisch. Ich bin dabei, vielleicht brauche ich halt echt eine Insta 360 oder irgendwie sowas. Vielleicht, ich habe es auch überlegt, ob ich einfach nur die GoPro nehme und einfach vorne und hinter Bild. Weil die hat ja zwei Linsen, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Dass sie einfach nur umswitchen kann, aber das ist auch wieder nichts Gescheites. Bin ich dabei. Genau, so weit, so gut. 170 Kilo Sämer an, da hinten kommt er. Ja, schauen wir mal, was er sagt.
sagt wieder, oh, das klappt wieder nicht und das müssen wir machen und hin und her. Sieht aber eigentlich ganz gut aus, so von den Bodenverhältnissen. Vielleicht etwas noch feucht, aber ja. Dementsprechend, jetzt schauen wir mal, was wird. Was wird? So, da fährt er. Jetzt passt wieder alles. Wir machen jetzt erst nur mal das hintere Stück. Das hier vorne machen es gar nicht, deswegen darf jetzt dahinter laufen. Geil. Perfekt. Die Kamera braucht 3 Jahre zum Umschalten. Dementsprechend, soweit so gut. Schauen wir, was der Finn macht. So, jetzt habe ich wieder so viel Zeit verblembert. Das ist schon der letzte. Habe es hier nochmal kurz wegen hochgeschoben, wegen kompakt. Jetzt kippen wir das noch schnell ab und dann, ja, war's. Das ist auf jeden Fall schon wieder an der Stelle. Dann schauen wir mal, was weitergeht. Saatgut müssen wir noch liefern und dann. Boah! Schafft es der Finn? Ja, weiter! Passt! Weiter, weiter! Jetzt grad werden! Weiter, 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 weiter! Fahr noch wegen, weiter! Vor, zu! Der hört schlecht. Weiter! Weiter! Gut! Das Klappe auf! Das ist, glaube ich, grün oder rot! Grün oder rot? Plus! Mino, ja! Ja! Gut! Gelb! Plus! Umdrehung! Oh je! Power! Jetzt kommt's Material. Tierisch, wenn die Hälfte daneben kippt. Eieiei. Ei, ei. Ja, ja. Weiter, weiter, als zur. Hoch, hoch, hoch. Kurz langsam vor. Nach rechts musst. Dings aufmachen. Hier, Lenkachse. Auf. Ja. Mach mal einen Rucker. Na, Rucker. Vergiss es doch. Hey, ein Rucker. Nee, ein Rucker. Hey, da hängt noch das ganze Saatgut, hey. Ja, nach hinten Gas, dann bremsen. Schneller, gut. Ja, komm, geht's nur. Jetzt müssen wir noch ein bisschen ausdingsen. Also fahr mal 2 Meter weiter rüber. Mal auswaschen, ne? Lass aber so gekippt. Ja, aber ja, passt schon irgendwie. Oh, jetzt macht er gleich. Jetzt fällt's gleich. Oh je. Oh, nee, doch nicht. Oh. Okay, 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 ja. Ja, da muss auf jeden Fall ein bisschen weiter, weiter. Ja. Weiter. Weiter, weiter. Gut! Erfahrung ist da noch nicht so da, aber das kommt schon. Wahnsinn! Oh, hier müssen wir Gülle fahren bald. Oh, was gibt's denn jetzt schon wieder? Hä? Fahr halt noch ein wenig rückwärts! Jetzt schon! Also! Wenn es jetzt hinhaut, sag ich so ins Bumpnail. Okay, schade. Moin. Sagen, Erfahrung ist da noch nicht so da. Ja. Jetzt waschen wir es aus und dann Ende gut, alles gut, oder? Jo.
So, Kollege auch wieder dabei. Ich, der Finn, seine Katze. Miau. Aber war das Tier oder war es ein anderes? Es war andere, die wo wir dabei hatten. Echt? War das die Farbige? Ja. Okay. Ja, wir bringen jetzt noch Strohstall hin da. Und mein Streu. Das war knapp. Das war jo knapp. Boah, schöne Sonnenuntergang hinten. Ne? Mhm, okay, ja. Muss er nur mal hier wegen herfahren. Mhm, ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Der wackelt. Wo fährt er denn hin? Ja, weiter her. Eieiei, der hat's noch nicht so. Oh, oh, weiter, gut, ja, so. Ja, noch ein wenig wackeln, mit Gas! Ist gut. Ja, passt schon, fahr weg. Fahr weg, tschüss. Das wird schon. So, guten Morgen. Mit dem werden wir heute vielleicht in den See stechen. Schauen wir mal, was wird. Ich war jetzt gerade noch einstreuen. Heute früh wieder steil. Ist die Aufnahme abgebrochen, also irgendwas hat mein Handy heute, keine Ahnung. Ich habe 3 Stunden Schlaf gehabt, ich bin todfertig. Der Finn, der war gestern noch ein bisschen feiern, der kommt später nach. Ja, was soll ich sagen? Leben in der Lage, irgendwie müssen wir das Beste daraus machen und ja, ein anstrengender Tag heute, aber es gibt auch nichts Positives. Naja, schauen wir mal. Wir schauen mal, wie es verläuft. Und boah, jetzt erstmal noch melken. Scheiß drauf, Diggi. Ich wollte ja schon immer hoch hinaus, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich so hoch hinaus wollte. Der hebt den Grupper nicht. Hui. Ja, so können wir ihn ganz knapp heben. Da ist ja immer noch eine Luft und, oh nee, heben wir da nicht. Das ist so knapp, deswegen 50 Kilo vielleicht. Nee, aber das wird nichts. Jetzt muss ich echt nochmal abhängen. Oh nö, ne. Gar keinen Bock. Das ist blöd. Überall wackeln die neuen Zinken. Oh. Nee, keine Chance. So, und mit Gewicht sieht die Sache eigentlich schon ganz anders aus. Sehen wir mal an. Jo. Wir bleiben zumindest stehen. Gut, danke schon wieder. Ja, mei. Ich bin eh unschlüssig, ob das heute überhaupt noch richtig so klappt, aber jetzt schauen wir halt mal. Das Display hängt immer weg. Hallo. Naja, dann bleibt das halt so. Also gut, Abfahrt. Schauen wir mal, was wird. Ob es überhaupt geht. Also, wir ziehen uns zurück. Nee, wir weichen aus. Zurückziehen tut mir nur, sei vor. Ihr wisst schon. Es ist einfach zu nass. Es ist einfach zu nass und macht ja jetzt keinen Sinn, dass man da wieder mordet. Jetzt müssen wir hier wegen Dreck verlieren. Das kriegen wir auch hin. Und dann packen wir wieder ein und dann schauen wir mal, was heute gegen Abend wird. Ich habe überhaupt keinen Bock mit dem zu.
Das ist so ein Scheiß, weil er muss jedes Mal auf dem Gas stehen bleiben und alles. Und der packt es nicht gescheit, der hat kein Eigengewicht. Wenn du um die Kurve fährst oder so, da hast du jetzt mal die, da meinst du jetzt mal, ja, ich flieg da gleich um. Boah, ja, da muss ich auch durchfahren. Ey. Oh, 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 das ist eine Schlammpfütze, ey. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Na ja. Der, selbst mit so einem Riesengewicht, hat der vorne so gut wie keine Traktion. Das ist halt alles nichts Gescheites, nichts Halbs, nichts Ganzes. Da brauchen wir einfach für so einen 5 Meter Grubber braucht man einfach einen 8,28. Das sind halt die 160, naja, aufgemacht wegen 180, 190 PS, sind da halt zu wenig. Und das Eigengewicht ist vor allem auch viel zu wenig. Muss man halt einfach die Wahrheit sich vor Augen führen lassen, ne? Jawohl. So, jetzt schauen wir mal. Wow, da ist auch schon wieder Mods-Dings. Hier, der geht schön richtig hoch vorne. Boah. Und dann schauen wir mal, was der Tag uns heute noch bringt. Oder eben auch nicht. Und dementsprechend, das nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen, ist höchstwahrscheinlich der Finn dabei. Ja, höchstwahrscheinlich. Yo, yo, yo. Ja, Finn ist noch nicht da. Finn habe ich gerade telefoniert, braucht nur eine halbe Stunde. Wir sind jetzt doch mit 700 am Krubbern. Ja, der zeigt mir zwar fast 10 km/h an, aber der muss hier richtig ackern. Wir haben Mordschlupf und der kann mir den Schlupf nicht mehr anzeigen. Das ist kaputt bei dem. Ja, weiß auch nicht wieso, aber wir haben Mordschlupf, vor allem hier berghoch. Das ist also, wir stehen fast. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir hängen den 800er ab. Der Chef, der kommt im 800er hierher, jetzt ruft der Finn an, perfekt. Und dann hängen wir um und dann geht's im 800er weiter. Geil. So, mittlerweile im 800 unterwegs. Feld ist eigentlich fertig. Noch außenrum Vorgewände machen. Und dann haben wir es. Der Finn, der ist jetzt erstmal noch Stall ausmisten gegangen. Dementsprechend den seht ihr erst später wieder. Genau. Und ja. Immer noch der gleiche Grupper. Die haben es halt mal umgehängt. Oh, noch das Stück oder noch mal ungefähr 3 Hektar. Und dann, ja. Und da hinten wird gesät. Sind sie fleißig am Säen. Wow. Das ist auch übrigens der Acker. Da haben wir hier gemulcht. Maisstoppeln gemulcht. Und da hinten war dann schön hier Sonne und alles. Und da ist auch noch mal einer am Säen. Marseille. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Heute sind sie auf jeden Fall alle unterwegs. Und wir kommen später auch zum Säen an. Genau, so weit, so gut. Attacke Bonanza. Ja, guck mal da, was ist denn da? Entenparadies, oder wie? Naja, da hinten mit dem schönen großen See, der da ist. Hey, hey, der kommt ganz schnell Rauch. Ah, ne, das ist nur Dreck. Jetzt dachte ich, das wäre eine Rauchwolke. Oh, schön. Schon wieder die Scheiben verschmiert. Jedes Mal derselbe Fehler. Oh. Hä? Warum macht das die Musik nicht stopp? Jetzt. Moin, Finn ist dabei. Finn, erstes Mal säen, sagst du? Ja, mit der Säge schon. Wow, Premiere, ne? Ja, ich habe 3 Stunden Schlaf gehabt, bin seit 6 wieder wach. Geil, und jetzt sind wir am Säen. Abends um
18:44, sportlich. Wird schon sehr früh dunkel. Gut, sehen wir mal, schauen wir mal, was wird. Und dann willst du noch. Ja, wir pfften noch. Wir müssen hier Luft ablassen. Sehen. Perfekt. Was meinst du? Denkst du, da steckt der Schlüssel? Oh, bei dem? Hupa. Fahr mal ein Stück vor, dann siehst du das. Ja, ich sehe es hier auch ein wenig, so muss ich den filmen. Das, ist hier die Spuren am Vorderreifen. Ja. Am hinteren. Am hinteren Vorderreifen, ne? Ja. Am unteren meinst du? Ja, der ist da schon wegen eingesackt. Ja, der übernachtet hier. Ganz klar. Gut, wir haben jetzt fertig gesät. Hat wunderbar passt, oder? Jo. Sag's, ging gut. Muss hochlassen. Oh ja. Guter Punkt. So, und wir machen jetzt Feierabend, weil den Rest will er dann morgen säen. Und dementsprechend, ja, soweit, so gut erstmal. Das war's mal von unserer Seite und dann sehen wir uns, falls was passiert, und bis morgen. Moin. Weizen hochprofessionell. Da sehen wir. Da sind die anderen. Geile Sache, hey. Geil. Finn, was sagst du dazu? Kann ich nochmal hier direkt zu drei starten? Oh ja, also der geht schon Schut rein. Bitte. Oh ja, oh ja. Ja, ist halt nass da drüben, das ist eine nasse Stelle. Hey, das ist ein GT. Gut, Abfahrt. So, jetzt wollen wir Feierabend machen, ne? Nix war's. Wir bringen Saatgut. Ja, bin ja voll dunkel. Ja, auf jeden Fall filmen wir noch mal ein Saatgut nach. Das langt nicht ganz. Und dann ist heute auch schon Säen zu Ende. Und ja, und was fiebt da? Dementsprechend bis gleich. So, wir haben abgeladen. Dann kann der nämlich wieder weiterfahren. Es sind noch zwei, drei Bahnen. Also eigentlich nicht der Rede wert. Ich sehe nichts, jetzt sehen wir irgendwas. Dementsprechend, ja, das soll es gewesen sein. Und dann, wir haben hier Licht. Nee, Licht funktioniert nicht. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns wieder nächste Woche. Es ist ein bisschen kürzer geworden, der Block. Ist halt auch mal so, ne? Passiert. Und dementsprechend, ja, wir machen es Feierabend. Samstag haben wir heute, oder? Ja, am Samstag. Sehen wir uns Montag wahrscheinlich wieder. Bis dann, Antenne. Finn winkt mal.